unser Programm kurz für eine wichtige Meldung. In der Stadt scheint es zu einem Großaufgebot der Polizei gekommen zu sein. Unter Umständen werden dort vielleicht sogar Menschen festgehalten. Hochschulradio 8 Reporter. Ich gerade von der Bank of Karl. Es hat sich hier eine dramatische Geiselnahme ereignet. Viele Geiseln sind. Er rechnet mit 20 bis 30 zu Schaden gekommenen Personen. We have just been informed about a serious hostage situation in Aachen, Germany, where about 20 hostages are being held on. Hallo? Hier ist Special Agent Tusk. Mit wem spreche ich? Napoli. Napoli? Ja, yeah. Wie die italienische Stadt. Na gut. Kann ich mich auf Sie verlassen? Werden Sie liefern oder verschwende ich hier meine Zeit? Kommt drauf an, was Sie wollen. Und was ich dafür kriege. Lassen Sie die Spielchen. Ist Ihnen der Ernst der Lage überhaupt bewusst? Wie wär's, wenn Sie sich erst einmal beruhigen? Wir lernen uns doch gerade erst kennen. Sie haben recht, es tut mir leid. Wir sollten ruhig und respektvoll miteinander umgehen. Gut. Also, wie gehen wir vor? Soll ich meine Forderung stellen oder... Wollen wir die Sache langsam angehen? Wie sehen denn Ihre Forderungen aus? Naja, alles was Sie haben wollen hat seinen Preis. Ich nehme an, Sie kennen das Angebot. Oder soll ich es Ihnen noch einmal erklären? Sparen wir uns das. Ich kenne das Angebot bereits. Mein Team hat vor meiner Ankunft alles ordentlich recherchiert. Mir gefällt Ihr Ton nicht, Agent Tusk. Ich glaube, Sie haben sich noch nicht sammeln können. Ich werde jetzt auflegen. Sie können sich ja melden, wenn Sie sich entschieden haben. Nein! Hallo? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Er hat einfach aufgelegt. Ja, dann lass doch jetzt einfach beim Griechen bestellen. Nee, ich will Pizza. Ich will den Rest nachher noch mit nach Hause nehmen. Ja, aber dann beeil dich, weil wir müssen uns noch um diese Geiselnahme kümmern. Das ging aber schnell. Haben Sie sich schon entschieden? Ich war noch nicht fertig. So langsam verliere ich die Geduld. Denen läuft die Zeit davon, Agent Tusk. Sonst fange ich einfach an. Nein, nicht so schnell. Wir haben spezielle Wünsche. Keine Ausnahmen. Ich schneide sie gleich alle in kleine Stücke. Nein, nicht schneiden. Keine kleinen Stücke. Die sagt, die sind schon fertig. Na gut. Ich höre. Beweisen Sie erst, dass Sie noch in einem Stück sind. Mir gut. Hallo? Wer war das? Reicht Ihnen das? Der will mich verarschen. Die Pizza hat mir gerade gesagt, dass es ihr gut geht. Jetzt hören Sie mir genau zu. Ich kenne Leute wie Sie. Ich muss Tag ein, Tag aus mit Geiselnehmern und Kriminellen verhandeln. Aber der wahre Terrorist sind Sie. 4 Sterne bei Google sind noch 5 zu viel. Kann ich jetzt bitte meine Pizza bestellen? Pizza? Ja, Pizza! Prosciutto, Calzone, Funghi, Hawaii. Und Pizzabrötchen. Und Pizzabrötchen. Und einen kleinen gemischten Salat. Ihr bestellt Pizza? Ja klar, was denn sonst? Ich stehe hier gerade mit 20 Geiseln und ihr bestellt Pizza bei mir? Oh. Sie sind der Geiselnehmer? Ja. Und das eben war keine Pizza, sondern eine Geisel? Ich weiß nicht, was Sie meinen, aber ja. Sie werden nicht glauben, was hier gerade los ist. Doch zum Griechen?